Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht eines Amerikaners. Heute bin ich in Schottland, heute habe ich was im Ben Nevis. Also, the Single Malts of Scotland Reserve Casks. Ich habe schon ein paar davon gehabt. Das ist allerdings hier eine Kirsch Import Exclusive. Steht ganz groß da drauf. This batch was selected exclusively for Kirsch Import Germany. Yay. So, hier steht 6 Jahre drauf, allerdings rechnerisch muss es 7 Jahre sein. Da steht 2013, denn dort destilliert, 2021 abgefüllt. Müsste eigentlich denn 7 sein, 48%. Das Interessante ist, dass tatsächlich hier, wir haben zwei Fässern, die zusammen vermehlt wurde. Also, auch das ist eine interessante Sache, zumindest für mich, aus meiner Sicht jetzt hier. Ich schenke hier ein und dann erzähle ich ein kleines bisschen. Was haben wir hier? Einen Moment. Gut, eingeschenkt und da haben wir das. So, wir haben tatsächlich keine Angaben über wie viele Fässer das sind. Shame on us. Wir wissen nur, es sind zwei Fässern. Welche Fässern? Wissen wir auch nicht. Shame on us. Also, echt, manchmal ist es einfach mal interessant. Ex-Bourbon werden wir hier vermuten von der Farbe her. Naja, und das ist das. Gut. Ja, wie wir wahrscheinlich alle wissen, gehört dann hier Ben Nevis den Nika. Und Nika hat früher bis zu 75% der gesamten Destillat jedes Jahr nach Japan verschickt. Dort wurde es Nika Black und Nika Straight from the Barrel und bla 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 importiert oder infusioniert. Jetzt ist die Frage, was passiert? Denn eigentlich gibt es da neue Richtlinien aus Japan, das sagt, das darf, wenn es japanische Whisky heißt oder das Wort Japan auf der Flasche steht oder irgendein japanisches Symbol oder irgendein Bezug auf Japan gibt, auch dann zu Flora und Fauna, darf es nicht jetzt hier Whisky außerhalb von Japan drin haben. Yay, dass es diese Regularien gibt. Bedeutet das allerdings, dass wir bald wieder jetzt hier mehr Ben Nevis sehen werden? Das wäre natürlich schön. Allerdings natürlich, wenn es dann 2021 eigentlich diese Regulierung geht, über 3 Jahre können sie es weiterhin so machen, ist das so, genau, dass wir erst dann sozusagen sehen werden, Ben Nevis 8 Jahre alt in 2030, 2032 und solche Sachen und 10 und 12 und bla bla bla. So, wer mich kennt, weiß langsam aber sicher, dass ich und Ben Nevis sind keine gute Freunde, aber werden schauen hier. Bum, 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 mein Vergleichswhisky. Manochmore, ein 2009 bis 2021 Single Malts of Scotland Reserve Cask. Das war Parcel Nummer 5. Und das war keine exklusive Sache jetzt hier für Deutschland. Das war auch 48%. Das war Whisky Base Nummer 180068. Ich habe einfach irgendwas ausgewählt hier von dieser Serie, um einfach zu so sehen, wie das so ist. Das Erste, was mir wirklich, wirklich hier auffällt, ist Farbe. Links hell, rechts ist denn da unsere Ben Nevis. Entweder sind das wirklich First Fill Bourbon Fässern, die benutzt wurden und damit gibt es hier gute Farbe oder auch, was sein kann, ist, es waren nicht nur Bourbon Fässer. Also, wir wissen es nicht, da steht nichts drauf hier. Steht Regent's Highlands, 6 Jahre alt, Ben Nevis. Oliver, selected by Oliver. Ich glaube, das ist hier Chilton, Distill 2003, 48%, zwei Fässern. Und auf der Rückseite steht es nur hier. So, the Single Malt of Scotland Reserve Cask are flavor-led expressions of fine single malts crafted in small batches of casks. Ja, es geht um Geschmack und es geht um Small Batch. Okay, riechen. Oh ja, das ist Ben Nevis. Säure. Babykotze. Eine Zitrone und eine unreife Aprikose. Boah, wir werden nicht Freunde werden, Leute. Mach noch mal. Oh, viel besser, viel, viel besser. Also,
Ich verstehe immer noch nicht diesen Hype um Ben Nevis. Ben Nevis ist nicht eine Whisky, wo ich sagen kann, wow, wie toll. Ganz selten, ganz selten. Einmal habe ich es blind gehabt und da war ich überrascht, dass es eine Top 3 denn so ist. Aber das ist nicht etwas, was ich hier gerne trinke. Okay, hier steht es dann da, Ben Nevis 10. Wir haben Nuss, wir haben Orangennoten, wir haben Kaffee, also Kaffee, wir haben hier Toffee, wir haben Torf, wir haben ölig, wir haben bisschen dunkle Schokolade. So, also diese Flasche hier hat man länger nicht mal gesehen, glaube ich. Guck mal das hier an. Yay! So sah mal die Ben Nevis mal aus, ja? So, so kriege ich Torf. Leicht. Oh, 48%. Riecht scharf. Gab es hier schon, also, oh, Entschuldigung, Preis 41,90 €, was absolut gut ist, finde ich auch. Schwefel. Pfefferig. Malzig. Das ist nicht hier ein Whisky, wo ich sagen werde, wow. Seifig. Metallisch. Also alles, was ich aufsehe, das sind die schlechten Sachen jetzt hier. Okay, cheers. Schmeckt besser, als er riecht. Eine süße, ölige Moment ist da. Also diese noch nicht reife Aprikose ist mit da. Leichte, leichte Schwefelnoten gehen mit. Ganz Hauch vom Rauch. Es ist ein Apfelmoment, den ich hier kriege. Auch grüner Apfel, also noch nicht reifer Apfel auch. Also alles ist noch nicht reif. Alles ist da. Das ist interessant. Die Süße ist da. Diese unreife Säure ist auch mit da. Wie ich sagte, es schmeckt buchstäblich besser, als er riecht. Also für 41 € finde ich das hier gar nicht so schlecht. Was wollte ich sagen hier? Danke, 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 Kirsch Import. Ich sage es nicht oft genug, oft schimpfe ich mit euch. Danke, 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 dass er nicht ein Single Cask rausbringt, sondern ein Small Batch, zwei Fässern. Es ist keine 2 Wochen her, glaube ich, wo ich darum gebeten habe. Interessanterweise habe ich die Flasche schon seit über einem Monat oder noch länger. Also er könnte meine Gedanken lesen. Nicht immer ist es gut, Small Batch vielleicht rauszubringen. Manchmal ist ein Single Barrel auch genau richtig. Aber wir wollen einen Markt bedienen mit 80 Millionen Menschen in Deutschland. Also wir haben hier Hunderte, wir haben Tausende von Whisky-Enthusiasten, die einfach mal so eine Flasche haben wollen, wenn nicht noch mehr. Und von daher ist es ganz gut, wenn es nicht nur 200 Flaschen sind, sondern ein paar mehr, die dabei rauskommen. Und hier gerade beim Ben Nevis. Ich bin überrascht, dass Ben Nevis noch in den Laden ist. Eigentlich überall, wenn da Ben Nevis steht, die Leute klick, 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 klick. Also. Preislich alles hier zwischen 42 und 40 € online zu finden. Ist das 42 € wert? Ja. Wenn du gerne Ben Nevis trinkst, auf jeden Fall. Ach, ich mach dieser Nase nicht. Ich habe das Wort metallisch gesagt. Auch eine Nase. Im Geschmack ist es ganz, ganz hauchleicht dabei. Es ist kein alter, komplexer Whisky. Es ist eine junge Whisky, der ein paar Transitions schon mit sich bringt.
Diese Whisky würde einige Liebhaber von Ben Nevis bestimmt auch begeistern, weil man erst einmal auch an Ben Nevis drankommt, zweitens, weil der Preis eigentlich stimmt und drittens, Verfügbarkeit. Also Ben Nevis, Preis und verfügbar. Hey, wo gibt es das denn? Frage des Tages: Welche Ben Nevis findet ihr am besten? Es gab eine Zeit lang, wo ich und auch ein paar andere Leute, es war insgesamt auch hier Leon von Molten Mariners, hat dann hier Glencoe, also auch etwas stärkere Sache, auch weit über 55%, war ein Blended Whisky, ein bisschen hochgepriesen. Ja, welche Ben Nevis findet ihr gut und welche Ben Nevis habt ihr in letzter Zeit kaufen können? Ja, das ist das Problem. Kaufen können, nicht wahr? Also, diese Whisky hier kriegt von mir eine an der Nase ein 4, im Geschmack eine 3 bis hin zu 3, ja, nee, 3. Also von daher werde ich trotzdem einfach so sagen, Nase zu und durch. Also kriegt von mir ein 3 und preislich kriegt er auch von mir eine 3. Also ja, wenn man will, kann man gerne kaufen. Erwartet nicht jetzt hier der komplexeste Whisky der Welt mit, aber erwartet schon eine gute, solide Ben Nevis Whisky. Und das ist schön. Nur zum Vergleich ganz kurz. Hier auch von The Single Malts of Scotland. Das ist, wie ich schon gesagt habe, Elixir. Das ist The Whisky Exchange. Ich würde lieber den Ben Nevis trinken. Der ist nicht schlecht. Bisschen kalkig. Fast ein bisschen fade danach. Wow, das hat wesentlich mehr Komplexität. Habe ich noch was im Glas? Ich komme mal zurück hierzu. Das ist immer wieder gut hier, weil mein Geschmacksgedächtnis ist durchlässig manchmal. Sorry. Ich hatte noch mehr Vanille in Erinnerung, habe ich verglichen hier mit null Vanille. Alright, noch einmal. Ich habe bisher kein Wasser reingetan. 4 Tropfen. Eindeutig besser. Auch im Mund muss ich fast ein 3 plus geben. Okay, ihr merkt, wie vorurteilbehaftet ich hier bin. Ich lese Ben Nevis im automatischen Kopf, ist es eine halbe Note weniger. 3 plus. 3 plus und Preis, Leistung auch ein 3 bis 3 plus. Oh, guck mal, ich kann mich korrigieren, ich kann dazu lernen. Denn ich glaube, blind würde ich den tatsächlich ein bisschen. Das wäre der Whisky, wenn ich die 6 vor mir hätte. Beim Riechen würde ich den ganz nach hinten tun und beim Probieren würde ich ganz nach vorne tun. Ab und zu mal gibt es eine, wo es einfach nicht übereinstimmt. Und das ist der. Also, auch lang anhalten, mittellange Anhaltung von der Finish gut. Whisky Jason hier. Guck mal an. Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Also, Umweltverpackung absolut okay. Billige Flasche, Label ist alles einfach mal schlicht gehalten. Preis stimmt. Ja, also schau einfach mal hin, ob dir ein Single Malt Scotland Reserve Casks mal euch gönne. Und wenn ihr eine gönnt, dann Ben Nevis, wenn du ein Fan davon bist, kann ich empfehlen. Whisky Jason, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners, die Flasche und auch jene Flasche wurde hier durch meine WhatsApp-Flaschenteilung-Gruppe geteilt. Bitte werde Mitglied da drin. Link ist unten. Und wir sehen uns jeden Tag 17:30 Uhr, jeden Sonntagabend 21 Uhr. Bis dahin, bye bye, tschüss.